Herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialvideo und hier seht ihr schon ein bisschen was auf dem Tisch. Ich möchte euch in diesem Beitrag ein bisschen was zeigen zu diesen verschiedenen Hochsicherheitsmodellen und natürlich auch den Unterschied. Einmal hier von der Firma Hyatt das alte originale Modell HSS9, dann auch den Nachfolger TCH Limited. Und hier das Modell HSH1 von TCH, da haben wir es entsprechend. Und weiterhin dann auch noch das Modell von der Firma Anhua, also den Nachbau aus Fernost. Ich glaube, China ist es. Ja, ich packe das Ganze hier einmal aus. Wir wollen uns wirklich auf die Handschellen selbst konzentrieren. Und zuerst wollen wir einmal natürlich das ursprüngliche Modell von der Firma Hyatt mit dem Nachfolger von der Firma TCH vergleichen. Wir schauen uns das hier ein bisschen genauer an und sehen ein paar kleine Unterschiede. Gerade wenn wir seitlich schauen, dann haben wir hier bei dem Hyatt-Modell natürlich ein dunkleres Druckgussmetall. Wir haben dann hier diese drei Verstrebungen. Wir haben hier eine Aufschrift drauf, das ist relativ schön, von der Firma Hyatt, made in England. Und hier auch zwei Auswölbungen, da dieselben Teile dann auch wohl für eine Kettenhandschelle hier genutzt wurden. Bei der Firma TCH ist das dann nicht mehr so, diese Auswölbungen fehlen. Wir haben das Metallguss oder das Gussmetall hier nicht mehr so matt, sondern eher angepasst. Auch natürlich hier von den Gehäusen des Schlosskastens. Und was ich sehr schade finde, wir haben hier nichts aufgebracht, also kein TCH, nichts weiter. Es könnte jetzt auch eine Anhua sein. Was natürlich dann wieder gleich ist, sind die schwarzen Punkte, die sind nur anders angeordnet. Wir haben also hier bei der TCH entsprechend einen, nicht schwarzen Punkt, einen roten Punkt. Den roten Punkt hier auf dem Zylinder und dann einen roten Punkt dort auf der Fessel selbst, der signalisieren soll, da ist das Ganze gedouble-locked. Und hier bei der Hyatt-Version haben wir den roten Punkt entsprechend an der Seite und das war's. Die Mittelteile sehen relativ identisch aus, die Vernietungen sonst auch, obwohl man hier sagen muss, wenn man es gegen das Licht hält, dann macht das hier schon ein kleines bisschen schlechteren Eindruck als bei der originalen Hyatt, das muss man schon sagen. Von oben sieht das sehr identisch aus. So, und von der Rückseite, ja, beziehungsweise da, wo natürlich die Schlösser sind, halten wir das nochmal richtig hier zusammen. Das ist auch sehr ähnlich. Wenn wir uns die Schlossfallen einmal anschauen, hier bei der HSH haben wir drei Schlossfallen voneinander getrennt in Kupferfarben. Das ist bei den alten Hyatts manchmal so. Und hier haben wir das natürlich metallisch bei der TCH. Schlüsselmäßig sieht es relativ ähnlich aus. Wir haben, muss ich kurz gucken, das sind die Hyatt-Schlüssel. Das ist ein Schloss von der Firma Manor hin. Und hier bei der TCH haben wir NS. Das ist also ein anderer Fabrikant für diese Schlösser. Wir haben hier eine Nummer aufgebracht, das ist die 108. Und bei der Hyatt ist die Nummer die 161. Das erstmal grob zu den Unterschieden. Und dann schauen wir uns zu guter Letzt auch nochmal die Handschelle von Firma Anhua an. Wir sehen die Mittelstege, das sind hier zwei dünne Bleche. Das kommt alles auch hier ein bisschen
wackeliger daher. Also hier haben wir natürlich ein gewisses Spiel, aber dieses Spiel, das ist noch mal ein bisschen extremer. Die Kanten und Ecken sind alle scharfkantiger. Das ist also hier wirklich China-Kram, wenn man so möchte. Eine Aufschriftung oder eine Beschriftung haben wir hier ebenfalls gar nicht. Dafür allerdings hier diese Sicherheitsnute etwas anders angebracht. Bei Hyatt und TCH sind die hier weiter oben, wie bei Hyatt und TCH eben üblich. Bei dem Anhua-Modell haben wir hier noch diese Ausformung, um das Ganze ein bisschen stabiler zu machen. Wahrscheinlich ist das Metall auch nicht so hochwertig. Es macht auch alles einen billigeren Eindruck, ebenfalls vom Finish. Dafür muss ich sagen, ist der Bügel bei der China-Handfessel natürlich um einiges breiter. Das können wir hier mal messen. Bei der Hyatt haben wir, jetzt muss ich kurz gucken, naja, 4,5 mm und bei der 4,5. Ja, da haben wir 4,5. Da sind es eher 4 mm. Ja, die TCH und die Hyatt haben 4 mm und die chinesische 4,5 mm. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Von den Schlössern ist kein roter Punkt zu sehen. Es gibt auch keine Nummer auf den Schlössern. Das war's. Lediglich eine kleine Seriennummer. Ach so, nee, die gibt's auch gar nicht. Die Seriennummer fehlt. Ja, die haben wir hier nicht. Also bei Hyatt und TCH haben wir natürlich eine Seriennummer, bei China leider nicht. Und China hat dann hier solche No-Name-Schlüssel. Da steht nichts weiter drauf. Das ist einfach hier, ja, ebenfalls ein Briefkastenschloss, sage ich mal. Lässt sich schön drehen, aber ja, das war es dann auch dazu. Die Manuhin-Schlüssel. Die lassen sich natürlich auch schön drehen, gehen ein kleines bisschen schwerer, muss man schon sagen, macht aber einen wertigeren Eindruck. Und bei TCH haben wir jetzt natürlich das Problem, dass die Schlüssel da dran sind. Schauen wir uns jetzt aber auch mal an, wie sich das so anfühlt. Da geht das auch relativ leicht. Gefällt mir auch nicht so gut. Also ich muss sagen, vom Feedback her, die TCH hat im Gegensatz zur Hyatt einen deutlichen Rückschritt gemacht. Und was mir auffällt, ihr seht es, TCH und Anhua haben vom Schloss Korpus nicht so den Riesenunterschied. Ich würde auch nicht wundern, wenn das dieselben Maße sind. Wer hier von wem abgekupfert hat oder wo eingekauft hat, das möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Also TCH hat hier doch ein bisschen nachgelassen, würde ich sagen. Die Schlösser sind natürlich nach wie vor in Ordnung, obwohl Manuhin natürlich hier schon ein gewisser namhafter Hersteller ist. Da gibt es ja auch Handschellen von in Frankreich. Dementsprechend muss ich schon ganz ehrlich sagen, wenn man sowas kauft, dann doch lieber die originale Hyatt HSS9. Also das Original ist schon um einiges, ja, besser. Zu guter Letzt vergleichen wir uns noch mal kurz hier die Gewichtsklassen miteinander. So, wir haben einmal die Hyatt, die kommt mit 410 Gramm daher. Dann haben wir die TCH, die kommt mit 429 Gramm daher, ist also schon ein bisschen schwerer. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Anhua, die kommt mit 407 Gramm daher, ist also die leichteste im Bunde. Also das heißt, die leichteste kommt ganz nach hinten, das ist die Anhua. Die TCH ist die schwerste und auf Platz 2 vom Gewicht haben wir dann die Hyatt-Handfessel.
falsch, der kommt dahin, der kommt dahin. Ja, und damit habe ich euch hoffentlich ein kleines bisschen geholfen und einen groben Überblick gegeben über diese drei verschiedenen Modelle. Wie gesagt, mein Favorit ist die Hyatt und auf Platz 2 kommt dann natürlich die TCH, weil es eben doch made in UK ist oder designed in UK. Wie gesagt, wo die Schlosskästen herkommen, keine Ahnung. Und die Anhua ist natürlich die schlechteste, aber dafür auch die günstigste. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.